zu diesen acht jungen Herren im Finale. 800 Meter bei der männlichen Jugend. Dabei sind Tobias Rex vom Erfurter LAC, Lorenz Herrmann, LG Region Karlsruhe, Steffen Baxheinrich aus dieser starken Läufergruppe aus Dortmund von der LG Olympia, Maximilian Sluka von den Hallischen Leichtathletikfreunden ist mit dabei, Max Körner vom LAC Erfurt, Oskar Schwarzer, TV Groß-Gerau, Max Trich, LG Braunschweig und Finn Merten vom TV Wattenscheid. Und die Jungs, die gehen schnell an. Die erste Runde in 27 Sekunden in etwa durchgegangen und ganz vorne an der Spitze. Da liegt der Athlet aus Halle, Maximilian Sluka, der deutsche U18-Meister aus dem letzten Jahr. Der macht hier die Führungsarbeit. Und dann Oskar Schwarzer, der Jahresschnellste, der an Position 2 laufend. Finn Merten, der konnte hier im letzten Jahr schon eine Medaille mitnehmen. Den haben wir auch wieder dafür auf den Zettel, nachdem er hier gestern einen starken Eindruck bei seinem Vorlaufsieg hinterlassen hat. Aber der liegt schon deutlich zurück da an Position 6, 7, muss er jetzt abreißen lassen. Also Finn Merten, der scheint aus dem Rennen im Kampf um die Medaillen. Und ganz vorne nach wie vor Maximilian Sluka und an ihm dran Oskar Schwarzer, der Jahresschnellste. Die beiden an der Spitze des Feldes versuchen sich etwas mehr zu lösen. An drei Steffen Baxheinrich, aber der muss jetzt die Lücke aufreißen lassen. Vorne wird gespurtet und jetzt die Attacke vom Oskar Schwarzer vom TV Groß-Gerau. Der geht vorbei und dann scheint Maximilian Sluka geschlagen. So sieht es da unten aus. Oskar Schwarzer an der Spitze. Aber kommt vielleicht nochmal jemand dran? Steffen Baxheinrich, der sich nochmal zurückkämpft in dieses Rennen. Und er darf sich nicht sicher sein, aber dann ist es sicher. Oskar Schwarzer vom TV Groß-Gerau ist der deutsche Hallemeister der U20. Über 800 Meter und die inoffizielle Siegerzeit, die ist schnell. 1,52,13 Sekunden. Und da sehen wir ihn mit der Siegerfaust